Im knappen Rennen um das Weiße Haus hat der unabhängige US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. seine Wahlkampagne ausgesetzt und ist an der Seite des republikanischen Kandidaten Donald Trump aufgetreten. Er wolle mit einem künftigen Präsidenten Trump zusammenarbeiten, sagte Kennedy bei dem gemeinsamen Wahlkampfauftritt in Glendale im US-Bundesstaat Arizona. Kennedys Familie reagierte empört auf die Entscheidung des 70-Jährigen. Robert F. Kennedy Jr. ist der Sohn des früheren Justizministers und Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy. Er ist ein Verfechter von Verschwörungsmythen und Impfgegner. Er hat etwa behauptet, dass WLAN Krebs verursacht. In diesem Jahr sorgte er bereits für Schlagzeilen mit Aussagen über einen Wurm, der einen Teil seines Gehirns auffresse. Politische Beobachter sind uneins darüber, wie sich Kennedys Entscheidung auf den Wahlkampf auswirken wird. Kennedys Zustimmungswerte liegen derzeit bei 4-5%. In dem derzeit knappen Präsidentschaftsrennen zwischen Trump und Harris könnten allerdings wenige tausende Stimmen in einigen Bundesstaaten den Ausschlag geben.